Menschen haben Vorbilder. Mädel-Leute, Demon hier. Ja, Menschen haben Vorbilder und das ist auch eigentlich ganz gut so, denn Vorbilder erfüllen ja ihren gesellschaftlichen Zweck. Dabei ist es auch vollkommen egal, ob das Vorbild jetzt irgendein Musiker oder eine Band ist, vielleicht ein inspirierender Politiker oder eben ein Sportler. Vorbilder inspirieren uns und geben in gewisser Weise Leitlinien vor, an denen man sich orientieren kann. Man muss auch nicht alles an einem Vorbild, ja, erstrebenswert finden. Ich beispielsweise würde sagen, dass ein Vorbild von mir Karl Eduard von Schnitzler ist, ein unverbesserlicher Kommunist und im Rahmen seiner Arbeit ein fürchterlicher Lügner, aber seine Art zu sprechen und seine Art, ich nenne es mal Propaganda, an den Mann zu bringen, fand ich schon immer bewundernswert. Und das gibt's auch in anderen Beispielen. Viele Menschen sagen zum Beispiel, dass sie einen gewissen Propagandaminister der 30er und 40er Jahre in gewisser Weise bewundern. Zwar nicht seine politischen Einstellungen, die zugegebenermaßen schrecklich waren, aber seine Art zu reden, die für damalige Verhältnisse originell und neu war. Und so kann man beispielsweise auch ein großer Fan der Musik von Elvis Presley sein und trotzdem zugeben, dass seine Kostüme der 70er Jahre, naja, gewöhnungsbedürftig waren. Wie gesagt, Vorbilder erfüllen ihren Zweck und das ist auch eigentlich ein, ja, gesunder Mechanismus. Problematisch wird's dann erst, wenn man anfängt, ja, alles von dem Vorbild blind zu befolgen oder schlimmer noch, wenn man anfängt, sein Vorbild zu kopieren. Ja, und so hat auch Rainer seine Vorbilder. Und ein großes Vorbild ist, oder jetzt müsste ich fast sagen, war der liebe Gronkh. Aber in Bezug auf Gronkh war dieses Vorbild sein, dann doch schon eher problematisch. Rainer vergötterte Gronkh mehr oder weniger, schon von Anfang an seiner YouTube-Karriere. Er wollte immer ein bisschen wie Gronkh sein. Und zwar nicht nur ein bisschen, nein, er kopierte ihn dreist. Es gab da ein paar Beispiele. Gronkh hat irgendwann angefangen, eine Brille zu tragen. Das liegt vermutlich auch einfach an seinem Alter. Und zugegebenermaßen passt das auch zu seinem Image als Papa Gronkh. Und wer, ja, hat sich dann auf einmal auch eine Brille gekauft, die verdächtig ähnlich aussieht? Ja, der liebe Rainer natürlich. Rainer hat eigentlich keine Sehschwäche, aber es passte einfach so gut. Nein, nicht nur das. Rainer streamte oder Let's Playte die gleichen Spiele, was ja gar nicht so schlimm wäre, das machen viele Let's Player. Nein, aber Rainer kopierte die Art zu spielen. Er wiederholte Passagen, die Gronkh gemacht hatte und er plapperte sogar die Witze oder Sprüche von Gronkh nach. Witze fallen mir jetzt keine ein, aber ein paar Begriffe wie zum Beispiel verdammte Hacke, glaube ich, oder diese Wortneuschöpfung alter Finne. Das hat Rainer immer mal wieder benutzt. Ja, also, warum gerade Gronkh? Zum einen natürlich, weil Gronkh all das ist, was Rainer gerne wäre. Er ist erfolgreich mit dem, was er tut. Und das, was er tut, ist letztendlich sein Hobby, was er zu seinem Beruf gemacht hat. Etwas, was Rainer auch schon immer wollte. Gronkh wirkt sympathisch. Gronkh hat eine große Community und Gronkh hat vor allem viel Geld. Gronkh hat auch eine Frau, die er tatsächlich mehr oder weniger über seine Arbeit, also über das Internet kennengelernt hat. Etwas, was Rainer auch gerne, ja, haben möchte. Ja, und so könnte man die Liste ewig weiterführen. Gronkh sieht auch, ich glaube, für sein Alter nicht sonderlich schlecht aus. Er trägt ein Bart, er hat, glaube ich, manchmal längere Haare. Also eigentlich sieht man ziemlich schnell, dass Rainer gerne so sein möchte wie Gronkh. Aber es hat noch einen Grund. Es gibt ja auch andere Influencer oder Let's Player, die man sich als Vorbild hätte nehmen können.
Die hatte Rainer auch, aber die sind nach und nach weggebrochen, nur die Konstante Gronkh nicht. Beispiele hierfür wären Unge, Excel 95, Tanzverbot oder Iblali oder ja, der Parabelritter, den gab's ja auch noch. Und Lord Abaddon, aber das ist eine andere Geschichte. Aber warum sind das keine Vorbilder mehr für Rainer? Weil sie sich ins Drachengame mehr oder weniger eingemischt haben. Eingemischt ist vielleicht bei einigen zu viel gesagt, aber sie haben immer mal wieder auf das Drachengame reagiert. Und wie war es anders zu erwarten, sie haben natürlich negativ auf Rainer selbst reagiert. Und das, ja, veranlasste Rainer dazu, sie nicht mehr als Vorbilder zu sehen. Ganz im Gegenteil, einige seiner ehemaligen Vorbilder oder wie er sagen würde, Kumpels oder was auch immer, sind zu seinen Feinden geworden. Siehe Tanzverbot oder Excel 95 und selbst Unge. Ja, jetzt kommen wir wieder zu der Frage, warum gerade Gronkh? Weil Gronkh sich nie wirklich in das Drachengame eingemischt hat. Ja, es gab die ein oder anderen Ausschnitte in irgendwelchen Streams, wo Gronkh davon berichtet hatte, dass am Sonntag bei ihm auf dem Hof Posterverkauf ist und ein paar andere Begriffe aus dem Game sind auch mal gefallen. Aber das ist Rainer zum einen nie wirklich aufgefallen und wenn, naja, dann hat er es halt so hingenommen nach dem Motto »Nobody is perfect«. Insgeheim hatte er aber immer noch die Hoffnung, dass Gronkh und er ja ziemlich ähnlich sind und dass man vielleicht sogar mal was zusammen machen könnte. Ja, und jetzt gab es auch noch einen Vorfall, dass auf seinem Discord eine Person mit einem AI- oder KI-Stimmenverzerrer war und dieser Stimmenverzerrer hörte sich verdammt an wie Gronkh. Jeder, wirklich jeder normale Mensch würde sofort erkennen, okay, das ist ein Stimmverzerrer. Gar nicht mal so sehr wegen der Qualität des Stimmverzerrers, sondern auch wegen dieser utopischen Vorstellung, dass ein Influencer mit einer wirklichen Millionenreichweite und Millionenmarke auf dem Discord vom Drachenlord erscheint. Also das ist ja an sich schon sehr utopisch. Die Reaktion von Rainer war darauf relativ spannend, denn die Stimme hat immer extra betont, dass sie ja nicht Gronkh sei und dass sie das ganz oft höre. Aber man hat Rainer angemerkt, naja, vielleicht ist es ja wirklich Gronkh, der sich einfach nicht traut zu sagen, dass er Gronkh ist. Und das hat er auch im letzten oder vorletzten Stream gesagt. Ja, da war einer mit der Stimme, aber der hat gesagt, das ist er es nicht und das würde ja keiner machen, der so tun wollen würde, als wäre er Gronkh. Naja, 4D-Schach lässt grüßen. Aber wie gesagt, die Hoffnung war immer noch da. Zeitlich passte das ganz gut, denn ein paar Tage später, ja, da reagierte der gute Gronkh auf das Video von dem Rechtsanwalt Solmecke. Und wie war es anders zu erwarten? Gronkh war natürlich nicht begeistert von Rainers Treiben und hat ihn mehr oder weniger verspottet und ausgelacht. Aber er hat auch lustigerweise teilweise ernsthaft darauf reagiert und versucht zu erklären, warum es insbesondere für Rainer nicht möglich ist, eine Kommune zu gründen. Rainer hat parallel gestreamt und hat sich das Ganze angeschaut. Und so wenig ich die aktuellen Streams von Rainer mag, dieser Stream war was Besonderes, denn man hat in Rainers Augen die Wut gesehen. Mehr noch, man hat eigentlich gesehen, wie tief im Inneren etwas in Rainer gestorben ist. Das könnte man als finalen Bruch sozusagen mit Gronkh als Vorbild sehen. Rainer war wirklich enttäuscht. Er war kurz vor einem Meltdown, hatte ich das Gefühl. Zumindest war er sehr, sehr matt. Aber Rainer wäre nicht Rainer, wenn er auch diese Situation nutzen würde. Er versuchte daraufhin einen Videoaufruf zu machen, dass er ja gerne mit Gronkh mal reden wollen würde. Das muss auch nicht öffentlich sein, das kann auch gerne privat sein. Ja, natürlich, das ist ja auch letztendlich das, was Rainer immer wollte. Aber Gronkh wird darauf natürlich nicht reagieren und ich glaube auch, dass Gronkh im Großen und Ganzen jetzt nicht mehr auf das Game reagieren wird. Das passierte nur, weil es ja mal wieder so ein bisschen im Mainstream angekommen ist. Aber Rainer hat wirklich die Hoffnung, dass Gronkh, der große Gronkh sozusagen, sich mit Rainer ausspricht, weil die beiden ja ganz böse Beef haben.
Schade nur, dass Gronkh das nicht als Beef ansieht. Er hat einfach kurz einmal über Rainer gelacht. Da gibt es kein Beef. Ja, und wie gesagt, jetzt muss ein neues Vorbild her, denn Gronkh hat nun endgültig ausgedient. Ich fand die ganze Situation wieder sehr interessant bis utopisch. Einmal dieses Aufbauen eines Vorbilds über Jahre und dann die Zerstörung in einem Stream und das leicht angemettete Gesicht von Rainer. Ja, Rainer wird jetzt vermutlich die nächsten Wochen nicht mehr viel über Ofi reden, sondern über den guten Gronkh, vielleicht auch über beide, das mag sein. Aber wie dem auch sei, ich denke, es wird jetzt ein neues Vorbild kommen. Ja, wer auch immer, vielleicht Montana Black oder ja, vielleicht schließt sich Rainer ja auch der Woke-Bubble an. Wir werden es sehen. Es war auf jeden Fall ein Fest für Augen und Ohren. Das nur als kurzes Update. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Podcast. Euer Herr Demon.